Raptoren, Riesen und versteinerte Spuren. Um Dinosaurier geht es heute bei... Wusel-Grusel! Hallo bei Wusel-Grusel und die Weltentdecker. Heute geht es bei uns um den Tyrannosaurus Rex, Raptoren und den Brontosaurier. Also um Dinosaurier. Brontosaurus heißt übrigens Donnerechse. Wusel und ich sind nämlich echte Dino-Fans und möchten euch heute die Welt der Dinosaurier näher bringen. Ja, super nah. Auf Armlänge. Oder noch näher. Was meinst du damit? Na, ich hab doch Weltentdeckerin Maria losgeschickt, damit sie alles über Dinos herausfindet. Ach ja, und ich beam uns einen echten Dinosaurier ins Studio. Was? Nein, Wusel. Hast du noch nie einen dieser Dinosaurierfilme gesehen? Am Anfang ist immer alles schön und gut und am Ende, da rennen alle um ihr Leben, Wusel. Simon, wir sind doch hier nicht in einem Film, sondern in einer Serie. Wusel, angenommen, nur mal angenommen, du würdest einen echten Dinosaurier zu uns hier ins Studio beamen. Wie willst du bitte für unsere Sicherheit sorgen? Vertrau mir, ich habe wirklich an alles gedacht. Pass auf. Vor über 65 Millionen Jahren gab es noch keine Menschen. Aber es gab schon Mücken. Nur haben sie damals Dinosaurier gestochen und dabei winzige Tropfen Dino-Blut aufgesaugt. Ein Bernstein. Und darin eingeschlossen eine Mücke. Nach dem Stich ist klebriges Baumharz auf sie draufgetropft. Und das wurde in Jahrtausenden und Aberjahrtausenden zu Bernstein und hat sie eingeschlossen für die Ewigkeit. Und in ihrem Bauch ist immer noch Dinoblut. Genau. Und mit meinem Raumzeitbeamer 3001 kann ich den Saurier, der von der Mücke gestochen wurde, zu uns ins Studio beamen. Na, was sagst du jetzt? Wusel, das ist genial. Aber überhaupt nicht die Antwort auf meine Frage. Wie willst du für unsere Sicherheit sorgen? Oh, da denkst du immer noch drüber nach. Ja? Ich habe mir so viel Mühe mit meinem Vortrag gegeben. Sollte ich dafür nicht ein bisschen belohnt werden? Mit einem Dinosaurier vielleicht? Wusel, wenn du mir kein schlüssiges Sicherheitskonzept vorlegst, dann beamen wir hier gar nichts ins Studio. Nicht mal ein Meerschweinchen. Menno. Vielleicht wenigstens so ein kleines Meerschweinchen. Eins mit nur drei Beinen. Das sich für den Weltfrieden einsetzt. Nein. Na gut, du kriegst dein Sicherheitskonzept. So Weltentdeckerin Maria findet Sicherheit bestimmt genauso überschätzt wie ich. Oder? Nein, ich finde Sicherheit eigentlich ziemlich wichtig, auch wenn ich es heute nicht mit lebendigen Tieren zu tun habe. Ich bin nämlich im Dino-Park Münchehagen und ich habe heute Großes vor. Ich will einen echten Dino anfassen. Und dabei kann mir nur einer helfen. Marias Abenteuer im Dino-Park Münchehagen mit Jurassic Jens und vielen Dinosauriern. Und da ist er, Jens. Du bist Dino-Experte hier im Park und du wirst mir heute alles zeigen. Jens, warum wurde denn der Park genau hier gebaut? Ja, tatsächlich wurde hier vor Ort etwas gefunden. Man hat hier nämlich tatsächlich echte Dinosaurier-Fußspuren gefunden. Aber das ist der Grund, warum der Park genau hier in Münchehagen gebaut wurde. Okay. Nicht in Berlin oder in Köln. Genau hier sind die Fußspuren gefunden. Okay. Dieses Gebiet hier war mal ein ganz normaler Steinbruch. Bei Abbauarbeiten wurden merkwürdige Spuren im Gestein entdeckt. Sie entpuppten sich als Fußabdrücke von Dinosauriern, hinterlassen vor fast 140 Millionen Jahren. Warum heißen denn die Dinosaurier überhaupt Dinosaurier? Woher kommt das? Ja, das Wort Dinosaurier setzt sich ja aus zwei Wortbestandteilen zusammen. Einmal Saurier, das ist das Wort für Echse. Und Dino bedeutet schrecklich.
Dinosaurier sind also die schrecklichen Echsen. Aber nicht, weil die so schrecklich furchterregend waren, sondern weil die ersten Knochen, die man gefunden hat, die waren einfach schrecklich groß. Ne? Ah, okay. Also schrecklich große Echsen. Ja. Das ist das Wort Dinosaurier. Vor etwa 245 Millionen Jahren entwickelten sich die ersten Dinosaurier. Sie beherrschten die Erde für hunderte Millionen Jahre. Nicht alle Arten, die wir heute kennen, lebten gleichzeitig. Der Stegosaurier zum Beispiel ist dem Tyrannosaurus Rex, der etwa 20 Millionen Jahre später lebte, nie begegnet. Forscher unterscheiden drei verschiedene Typen von Sauriern, die sich getrennt entwickelt haben. Nur die an Land nennt man Dinosaurier. Die anderen heißen Meeressaurier und Flugsaurier. Vor etwa 65 Millionen Jahren sind sie alle von der Erde verschwunden. Eine Sache würde mich jetzt echt noch interessieren, Jens. Kann das denn sein, dass ein Mensch jemals irgendwann auf einen echten, lebendigen Dinosaurier getroffen ist? Nee, das war zeitlich unmöglich. Also die Menschen haben sich erst viele Millionen Jahre später entwickelt. Und Saurier und Menschen, die haben nicht in einer Zeit zusammengelebt, nein. Okay, ja, dann schauen wir uns den Park an. Würde ich auch sagen. Cool. Starten wir. Über 1500 Dino-Arten wurden schon entdeckt. Und jedes Jahr kommen etwa 15 dazu. Einige davon stehen als lebensgroße Modelle hier im Park. Ich will ja einen echten Dino anfassen. Aber wie soll das funktionieren, wenn die nicht mehr leben? Fangen wir erstmal mit einem nachgebauten an. Ja, hier sind wir beim Stegosaurus. Mhm. Den kennt so ziemlich jeder. Mhm. Und was fällt dir bei dem auf als besonderes Merkmal? Ja, der hat hier so Schuppen oder sowas in der Art obendrauf. Ja, das sind Knochenplatten auf dem Dach. Ah. Die Männchen haben hier die etwas größeren Platten gehabt, die Weibchen etwas schmalere. Und die konnten die vielleicht in verschiedenen Farben einfärben, indem sie Blut in die Adern auf den Knochenplatten gepumpt haben. Also er kann damit kommunizieren. Er kann sagen, wenn er sauer ist, läuft er vielleicht ganz rot gefärbt durch die Welt. Hat er Futter gefunden, nimmt er eine andere Farbe. Oder wenn das ein Stegosaurier-Mann ist, der gerade verliebt ist, dann nimmt er vielleicht noch eine ganz andere Farbe. Das ist ja, ja lustig, cool. Mir fällt jetzt auch noch auf, der hat echt einen kleinen Kopf, ne? Ja, sein Gehirn ist tatsächlich nicht größer wie eine Nussschale. Also so groß war das Gehirn. Ungefähr. Ja, noch kleiner. Also noch das kleiner. Ist nur die Schale der Nuss. Also, oh. Ja. Musste er aber auch nicht. Kein Raubsaurier war so stark, dass er es mit ihm aufnehmen konnte. Und als Pflanzenfresser, naja, Pflanzen wachsen überall. Da muss man sich auch nicht groß anstrengen, die zu finden. Okay. Und da muss man auch kein großes Gehirn haben. Na ja, gut. Wir können uns ja noch ein paar angucken, oder? Genau. Sehr gut. Als nächstes zeigt mir Jens das Modell des Seismosaurus. Boah, ist der riesig. Er ist der längste Dinosaurier, der bisher gefunden wurde. Ja. Aber warum waren die denn so riesig? Ganz einfach, die hatten die Gelegenheit dazu. Mhm. Es gab keine anderen Tiere, die zu der Zeit so groß waren. Und es gab auch ausreichend Futter. Mhm. Größe ist halt immer ein guter Schutz vor Feinden. Aber andererseits auch schwierig. Du musst immer genug Futter finden. Hi, Wusel. Hallo, Maria. Kurze Frage. Konnten Dinosaurier Schlittschuh laufen oder Rollschuh? Ziemlich sicher beides nicht. Warum? Naja, dann ist meine neue Erfindung zum Schutz vor Dinos perfekt. Der Super Rutschboten 3001. Simon, kommst du mal? Was denn, Wusel? Ich... Siehst du? Jeder Saurier, der uns angreift, rutscht weg. Wusel, ich glaube, Simon braucht dringend deine Hilfe. Was? Oh, stimmt. Simon, ich komme. Wusel? Wusel? Okay, tschüss. Sag mal, Jens, wie weiß man denn aber, wie ein Dinosaurier aussieht? Ich meine, da war ja kein Mensch, der, weiß ich nicht, mit dem Handy Fotos gemacht hat oder so. Ja, aber wir Menschen, wir forschen ja nach Dinosaurierfossilien. Okay, Moment. Fossilien, was ist das? Fossilien sind quasi die Zeugnisse des vergangenen Lebens. Sowas wie Knochen, Zähne, Krallen, Fußspuren, Dinosaurier-Eier, auch Kot gehört dazu. Hier sehen wir jetzt beispielhaft so einen großen Knochen. Okay. Also der gehört in den Oberschenkel von einem Langhalssaurier. Das ist jetzt ein einzelner Knochen. Das Ganze ist quasi wie ein Puzzlespiel. Je mehr Knochen man findet, desto genauer wird das Bild. Okay. Man hat sich aber tatsächlich auch schon mal verpuzzelt und du hast einen Dino-Kopf an einen falschen Körper gebaut. Ist auch oft genug schon vorgekommen. Bis Forscher genug Knochen ausgegraben haben, um lebensechte Skelette und Modelle einer neu entdeckten Dino-Art zu bauen, kann sehr viel Zeit vergehen. Und manchmal tauchen neue Fundstücke auf, die unsere Vorstellung vom Aussehen eines Dinos plötzlich komplett verändern. Hm? Was ist das denn jetzt? Jens, das sind doch Vögel, oder? Ich meine, die haben ja Federn, das sieht man doch.
Tatsächlich haben die Federn, das hier sind zwei sogenannte Troodonsaurier. Mhm. Die wurden ganz oben im Norden gefunden. Mhm. Und solche Federn sind natürlich praktischer als Thermogefieder. Die haben also dafür gesorgt, dass diese Dinosaurier noch nicht ausgekühlt sind. Woher weiß man denn, dass die wirklich Federn hatten? Man hat Abdrücke der Federn gefunden, bei eng verwandten Arten. Und okay. Da hat man zum Beispiel auch festgestellt, dass sie gerade in den Armschwingen sehr, sehr lange Federn hatten. Mhm. Diese wiederum waren dann nützlich, wenn die gebrütet haben. Dann konnten die auf ihr Nest quasi ihre Federschwingen ausbreiten. Und konnten so ein bisschen Wärme abgeben. Also wie ein Huhn eigentlich, haben die sich dann so draufgesetzt. Wie ein Huhn zum Beispiel. Haben aber Fleisch gefressen. Haben Fleisch gefressen und sind ganz eng verwandt mit diesen Raptoren, die man aus den Jurassic Park Filmen kennt. Okay. Ich will endlich einen echten Dino anfassen. Können wir das machen? Ja, Maria, der Weg durch die Uhrzeit ist noch lang. Okay, ich werde mich noch gedulden und solange schauen wir mal zu Wusel und Simon ins Studio. Hallo zurück im Studio, wo Wusel jetzt einen echten Dinosaurier herbeamen wird. Mit dem Saurierblut aus der Mücke im Bernstein. Wo Wusel jetzt sein Sicherheitskonzept vorstellen wird. Oh, das, ja gut. Hier, bitte. Wusel, das Ding soll uns vom Tyrannosaurus Rex beschützen? Ja, klar. Der Schienbeinkicker 3001. Dinosaurier hatten wahnsinnig empfindliche Schienbeine. Sage nicht ich, sagt die Forschung. Wusel, welcher Forscher sagt das denn? Das weißt du nicht? Ja, hast du dich denn gar nicht vorbereitet? Ach, Simon. Also, was Schienbeine betrifft, sind Saurier auch nur Menschen wie du und ich. Wusel, aber Saurier sind keine Menschen und... Du übrigens bist auch keiner. Ja, okay, da stimme ich dir zu. Hey, da sind wir uns ja endlich mal einig. Ja, dann kann's ja losgehen. Wusel, du weißt doch gar nicht, was die Mücke in den Bernstein gestochen hat. Tachchen, die Herren. Wie komme ich denn zum All-You-Can-Eat-Befehl-Ofen? Ich bin die Engländer wie alt wegfuttern nachher oder so. Die Mücke hat wohl keinen Dinosaurier vorher gestochen. Sondern einen Urlauber. Und mein Bernstein ist auch nicht 65 Millionen Jahre alt. Oh, wer hätte gedacht, dass etwas, das man für 3 € im Internet kauft, gefälscht ist? Vielleicht ist es aber auch besser so. Wer weiß, was dein Raumzeitbeamer hergeholt hätte, wenn da wirklich etwas vom Dinosaurier drin gewesen wäre. Na was wohl, einen echten Dinosaurier. Weißt du was, ich werde nicht eher ruhen, bis ich es geschafft habe. Für die Wissenschaft. Aus! Hä? Wie komm ich denn hierher? Hallo, Wusel. Hallo, Simon. Ich glaube, ich habe dich versehentlich von letzter Woche her gebeamt. Sorry. Darf ich vorstellen? Simon? Vergangenheit, Simon. Vergangenheit, Simon, Simon. Angenehm. Angenehm. Auweia. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß. Weiter geht's mit Maria. Zurück im Dino-Park Münchehagen. Hier sind nicht nur Dino-Modelle ausgestellt, hier haben tatsächlich Dinosaurier gelebt. Der Beweis sind versteinerte Spuren. Die sind so wertvoll, dass sie mit einer Halle geschützt werden. Kaum zu glauben. Die Spuren sind fast 140 Millionen Jahre alt. Puh, nicht schlecht, die sind echt riesig. Was sind denn das für Spuren, Jens? Was wir hier dann sehen, sind dann Spuren von sogenannten Langhalssauriern oder Sauropoden. Aber es waren auf jeden Fall mehrere wahrscheinlich. Also die sind da alle zusammen so entlang marschiert. Genau. Also so eine Fußspur ist quasi immer so ein bisschen was wie ein Tagebuch von einem Dinosaurier. Okay. Waren die allein unterwegs? Waren die in Gruppen unterwegs? Sind die jetzt hier schnell hochgespurtet, weil die verfolgt wurden? Oder eher gemütlich langgetrabt, was hier auch der Fall war? Aber wie konnten sich die Spuren bis heute erhalten? So tief war hier das Wasser vor 140 Millionen Jahren. Auch das verraten die Spuren. Das Geheimnis ist der Boden, über den die Dinos gestampft sind. Eine ganz besondere Beschaffenheit und viele Zufälle spielen zusammen. Der Boden war fein genug, dass die Abdrücke überhaupt entstehen konnten. Aber auch fest genug, dass die Spuren nicht vom Wasser weggespült wurden. Im Laufe der Zeit verschwand das Wasser und der Untergrund ist nach und nach versteinert. Und mit ihm die Dino-Fußabdrücke. Mega, ich bin echt gerade ein bisschen begeistert und kann mir gar nicht vorstellen, dass ich hier gerade sitze und hier ist schon mal ein Dinosaurier durchgegangen. Das ist richtig abgefahren, wirklich. Total cool. Hallo Wusel. Hallo Maria. Sag mal, angenommen, ich hätte den Simon von letzter Woche hier zu uns ins Studio gebeamt. Bitte was?
Simon, ist alles in Ordnung? Simon? Nicht Maria. Ja? Oh, was machst du denn? Das passiert jedes Mal, wenn sie sich begegnen. Du beamst Vergangenheit, Simon. Sofort zurück. Hast du verstanden, Wusel? Ja, ist ja schon gut. Warst du schon immer so streng? Vielleicht sollte ich mal Vergangenheits-Maria herholen. Die ist bestimmt netter. Wusel? Ich mach doch nur Spaß. Tschüss. Tschüss. Jens stellt mir Benjamin vor. Der kann mir zeigen, wie man Dinospuren findet, denn er ist Paläontologe. Ich kannte bisher nur Archäologen. Was ist eigentlich der Unterschied? Der Unterschied ist eigentlich ein relativ kleiner. Archäologen beschäftigen sich mit Kulturgeschichte von Menschen. Ah. Und die Paläontologen beschäftigen sich mit allem anderen, was ausgestorben ist. Also alles, was gelebt hat, sowohl Pflanzen als auch eben Tiere. Gut. Was wollen wir hier heute finden? Wir wollen Dinosaurierspuren finden. Mhm. Und zwar habe ich tatsächlich schon eine gefunden, vorhin, wie ich hier ankam. Okay. Und zwar die Spur von einem Raubsaurier. Aha. Raubsaurierspuren sind immer dreizehig, also haben also ganz auffällige drei Zehen. Also, ich suche eine Dinospur. Ich sehe nichts weiter als Stein, Ritzen und Spalten. Ich befürchte, Benjamin muss mir helfen. Ach, jetzt ich's! Genau. Das geht so entlang. Okay, ich fahre das mal nach jetzt mit der Kreide. So. Und hier nochmal, ne? Genau. So ungefähr? So in etwa, genau. Gut, dann versuchen wir die mal freizulegen, oder? Genau. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Kann ich da was kaputt machen? Ja. Ah, sehr gut. Dann also ganz vorsichtig, denn die Spur soll komplett erhalten bleiben. Unter Benjamins wachsamen Augen trenne ich Steinschicht für Steinschicht und bekomme eine Ahnung, dass Paläontologen vor allem eines brauchen. Geduld. Boah, jetzt hast du aber ganz schön viel hier rausgeholt, ne? Genau. So, jetzt kann man auch die Form schon ein bisschen besser ahnen als vorhin noch. Der Riss hier ist schön aufgegangen noch mit. Ja. Das heißt, wir haben hier vorne den Hacken. Hier sieht man auch, wie das so runtergeglitten ist. Mhm. Und hier den mittleren großen Zeh. Hier seitlich die beiden kleinen Zehen, die sind natürlich jetzt hier noch drunter. Aber wie lange dauert das denn, bis du hier wirklich den ganzen Abdruck jetzt freigelegt hast? Das ist ganz unterschiedlich. Also würde dieses Gestein besser trennen, das haben wir hier manchmal, dann ist das innerhalb von ein paar Minuten erledigt. Mhm. Hier, wo es so fest aneinander hängt, da kann das schon mehrere Tage dauern, bis wir einen Fußabdruck rausgeholt haben. Reste von Dinosauriern gibt es auf der ganzen Welt. Nicht nur Fußabdrücke, sondern auch Zähne und Knochen, genannt Fossilien. Aber warum finden sich in Europa und Amerika die Fossilien derselben Dinoarten? Sind die über das Meer geschwommen? Nein, das hat einen anderen Grund. Unsere Erde sah nicht immer so aus wie heute. Zur Zeit der Dinosaurier gab es nur eine große Landfläche, einen Kontinent genannt Pangäa. Vor etwa 160 Millionen Jahren begann diese riesige Landfläche auseinanderzudriften. Das Bild der Erde, das wir heute kennen, formte sich nach und nach. Mit den auseinanderdriftenden Landmassen verteilten sich die Dinosaurierfossilien auf der ganzen Welt. Die Bewegung beträgt nur wenige Zentimeter im Jahr und geht heute immer noch weiter. Im Dinopark Münchehagen wurden noch ein paar ganz besondere Spuren gefunden. Die Forscher vermuten, dass sich hier etwas wirklich Aufregendes zugetragen hat zwischen einem Pflanzenfresser und einem Raubsaurier. Also entweder hat der Fleischfresser Witterung aufgenommen und ist dem Pflanzenfresser gefolgt. Oder aber, noch viel dramatischer, wir haben hier eine Verfolgungsjagd gehabt und der Fleischfresser hat den Pflanzenfresser quasi direkt verfolgt. So könnte diese Verfolgungsjagd ausgesehen haben. Ob der Pflanzenfresser entkommen ist, lässt sich an den Spuren aber nicht ablesen. Die waren ja auch relativ nah aneinander dran. Also der hat ihn vielleicht schon fast gepackt. Und der Fleischfresser, was man hier in der fossilen Fußspur ganz gut sehen konnte, hier sieht man es aber am Modell dann noch besser, sind diese drei scharfen Krallen, die nach vorne gehen. Während der Pflanzenfresser dann eher mit diesen hufartigen Rundungen überzeugt. Danke, Jens, dass du mir heute alles so gezeigt hast. Aber auch wenn ich diesen Dino hier jetzt anfasse, es ist noch kein echter. Wir machen das noch, oder? Im zweiten Teil werdet ihr sehen, wie ich einen echten Dinosaurier anfasse. Ich freue mich schon richtig drauf. Jetzt aber erstmal zurück ins Studio zu Wusel und seinem Dino-Zeitreise-Experiment. Ich habe mir wirklich nur den Kopf angestoßen und das mit dem zweiten Simon nur geträumt? Na, wenn ich doch sage. Und mein Plan, einen echten Dinosaurier hierher zu holen, bleibt wohl auch nur ein Traum. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Nein, nein, nicht so schnell. Was denn noch? Pass auf. Hm? Das hier. Hä? Was ist denn das? Ah,
Na, du hast dich doch zur Vorbereitung mit Dinosauriern beschäftigt. Mhm. Und ich habe mich mit Wususauriern beschäftigt. Und? Und was ist das? Sag schon! Naja, ich habe in deinem Heimatort Wusling im schönen Wusgau angerufen. Hä? Und da hatte ich einen Verwandten von dir am Telefon. Lustige Geschichte. Und der hat mir Sachen von dir erzählt. Stimmt es, dass du früher mit Sag schon, was das ist! Na gut. Es ist eine Leihgabe von dem Museum. Es ist ein echter Knochen vom Tyrannosaurus Wus. Echt? Wow! Oh, danke! Und ich darf einen echten T-Wus zu uns ins Studio beamen, ja? Ist dir das nicht zu gefährlich? Also, die Wusels im Museum haben gesagt, dass der T-Wus ein harmloser Pflanzenfresser war. Ja, ja gut, ja, dann pack ihn doch mal da rein. Okay. Interessant. Ich dachte, der Tyrannosaurus Wus wäre ein zähnefletschender Räuber, der mit Dynamitstangen um sich wirft. Naja, wir werden sehen. Soll ich nicht vielleicht doch noch mal einen Wusling anrufen, bevor du auf den Buzzer haust? Keine Sorge, die Museumstypen sind die schlauesten Wusels der Welt. Ach nee, Moment, falsch, das waren ja die Klempner. Oh nein, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Hast du was hergebeamt? Ganz ruhig. Der Raumzeitbeamer braucht viel Strom, wenn er einen Wususaurier aus der Urzeit herbeamt. Ja, aber hat es denn geklappt? Nö. Was war das? Keine Ahnung. Wusel, hast du zufällig noch den Schienbeinkicker 3001 zur Hand? Ja, den habe ich da hinten abgestellt. Wo denn? Na da, hinter dem dunklen Schatten, der sich gerade auf uns zubewegt. Und so geht's weiter. Der T-Wus holt noch ein paar Artgenossen ins Studio. Maria hofft immer noch, einen echten Saurier zu berühren. Und begegnet sie tatsächlich lebendigen Dinosauriern? Das erfahrt ihr in der zweiten Dino-Folge von Wuselgusel und die Weltentdecker. Heute möchte ich mal wieder eine eurer Fragen beantworten. Erik fragt, Wusel, warum hast du Angst vor Katzen? Lächerlich. Ich hab doch keine Angst vor Katzen. Als ob ich Angst vor Katzen hätte. Was ist das überhaupt für eine Frage? Wie kommst du denn auf Katzen? Ist hier irgendwo eine Katze? Ich meine, es muss doch einen Grund geben, warum du ausgerechnet nach Katzen fragst. Katzen! Das macht mich jetzt noch ein bisschen nervös. Ich glaube, ich muss mal weg. Ihr könnt euch ja so lange noch ein paar Videos angucken. Ah, eine Katze! Ach nee, das ist der Buzzer.